Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir. Jawohl, und zwar wollte ich in diesem Infovideo ankündigen, dass ich mich jetzt sehr viel auf die in die Horrorschiene begeben werde. Also, wenn ihr irgendein Free-to-Play-Indie-Horror-Game habt, kennt, seht, RCS, wie ihr sie, dann sagt mir doch Bescheid, gebt mir einen Link davon, am besten gebt ihr mir einfach den Namen per YouTube, da kann ich dann zum Beispiel, also entweder in den Kommentaren oder per private Nachricht, wie ihr eine private Nachricht schreibt, ist ganz einfach, ihr klickt einfach bei demjenigen auf die Kanalinfo und könnt dann dort auf YouTube Nachricht schreiben klicken, das ist kein Problem. Auf jeden Fall möchte ich mich dem Genre mehr widmen und dachte mir, komm, willst du es definitiv machen und du kannst dich nicht länger davor drücken, es geht einfach nicht. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr das mal berücksichtigen werdet. Wie ihr hier schon im Hintergrund seht, werde ich Overcast Wolden in the Werewolf spielen. Das wird auch hier nach direkt hochgeladen, aber alter Schwede, nach 20 Minuten 4 Gigabyte, das ist so ungewohnt für mich, dass ich so eine Dateimenge habe. Das Spiel spiele ich auch nur auf High und nicht auf Ultra, weil wenn ich auf Ultra eine Minute aufnehme, habe ich schon 500 MB. Und ganz ehrlich, nö, das lade ich doch nicht hoch, ich bin doch nicht bekloppt. Und ja, das war es eigentlich im Grunde auch schon. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, dass ihr es berücksichtigt und mir ein paar Spieletipps gebt, weil dann können auch wieder regelmäßig Videos kommen und ich langweile mich nicht. In dem Sinne bedanke ich mich dafür, dass ihr euch dieses Infovideo angeguckt habt und hoffe, dass die ersten Spiele schon in den Kommentaren stehen werden. Bis dann.